vom Berliner Sportverein, Akademie der Wissenschaften, Abteilung Pferdesport, mit der Programmnummer 34. Ja. Sind die Nächsten. Das war die Dressurprüfung Klasse A. Die Prüfung Nummer 1, Siegerjogen. Mit der Wertnote 7,7. Das war der Vollblüter, der uns überrascht hat in seiner soliden Arbeit hier in der Dressurprüfung.
Atlas gilt von meinen Freunden in der Wertung 7. Auf Platz 2 einmal Nemo, geritten von Melanie Tunig vom Reisenfahrverein Moritzburg mit der Programmnummer 47. In der Wertung 7,6. Und noch einmal Manja Höckler vom Reisenfahrverein Dora mit Fire Lady mit Programmnummer 28. Dem Sieger wird ein Rucksack spendiert, kann man sicher gebrauchen als Turnierreiter. Und der zweite Platz ist mit einem Taschenmesser als Ehrenpreis ausgestattet. Darüber muss dann auch gefunden werden, da wir jetzt zwei Platzierte haben. Und nun geht es weiter mit dem Platz 4. Platz 3 entfällt. Platz 4. Da haben wir die Luisa Kupsch vom Berliner Sportverein Akademie der Wissenschaften mit Hokkaido-Turnen. Programm 35, Wertung 7,5, Platz 4. Dann geht es weiter mit dem 5. Platz, das ist Amon Ra, beziehungsweise Jessica Animana Lodrina mit Amon Ra und der Wertung 7,4, Platz 5. Und dann gibt es gerade das Info Phil Teifel mit Donatella vom Reiterfahrverein Meißen und der Wertung 7,4. Der junge Mann hat Dispens, weil er gerade schon wieder bei der Vorbereitung für die nächste Prüfung ist. Das waren also 2 5. Plätze, sodass es weitergeht mit dem 7. Platz. Und der geht einmal an Dana Kuschel vom Reitclub Großkönzig in Bilgrit. Und auch hier ex aequo auf dem 2. Platz Sabine Friedrich vom Reitverein Tannenhof mit Charmont, Programm Nummer 61. 2x7, das heißt, es geht mit dem 9. Platz weiter. Und das ist einmal Girado und Ulrike Nieheim, Städtesportverein am Geiersberg-Kodersdorf, Bewertung 7,0. Platz 10 für Claudia Stelzer und Onyx vom Reitfahrverein an der Kurzburger Mühle. Und dann folgen 2 11. Plätze. Das ist einmal Manier Höttger vom Reitfahrverein Dobra noch einmal mit Jamaika Sun. 6,7 und wirkt hier von Moorstein mit Double Trouble vom Reitverein 6,7. So, das waren Sie, die Sieger und Platzierten. Wie immer gesagt, zu den Ehrenpreisen zählen noch eine Handytasche, das müssen wir bitte mal ausgucken, wer was bekommt. Sieger und Platzierte von 7,7 bis 6,7 wurde platziert. Glückwünsche an alle, die ein Schleifchen abbekommen haben und auf in die Ehrenrunde.